So, das Ganze nochmal. Und zwar ein bisschen besser geplant. So, wir sind der schwarze Geist. So, M1911 raus, denn der Hund muss dran glauben. Das ist nun mal so. Denn der Hund kotzt mich tierisch an. So, jetzt muss der dran glauben, der sich um den Hund kümmert. Welcher ist das diesmal? Diesmal ist es der da. Aber er schläft ja nur. So, sehr gut. Und der da hinten sieht mich. Verdammt. Und Cobra-Biss. Ah, zum Kotzen. So, du bist weg. Und ich brauche ein bisschen Hilfe. Blödes Getier. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, was ist mit ihm jetzt? Denkt er, hat nichts gesehen? Das wäre wohl besser für ihn. Aber trotzdem, sicher ist sicher. So. Jetzt wissen wir, dass hinten noch einer steht. Und den versuche ich jetzt in den Schwitzkasten zu nehmen. Der Plan bleibt bestehen. So, hier ist nämlich ein Eingang. Den sieht man dadurch, dass sich das Bild verengt. Was ja immer heißt, hier kannst du den Screen wechseln. Oh, da ist sogar was. Ein Schalldämpfer. Schalldämpfer sind immer gut. Aber wie gesagt, der Weg ist mir zu einfach und ich will euch auch mal ein bisschen was Besonderes zeigen, so wie ich nicht sonst immer spiele. Und dazu gehört halt einfach mal ein paar Risiken einzugehen, die mir meistens das Genick brechen. So. Zack. Und ich kann auch euch auch mal zeigen, ich glaube, das habe ich euch schon erzählt, dass das geht, aber ich habe es auch noch nicht gezeigt, weil ich eigentlich meine Statistik so ein bisschen clean halten wollte, aber sagen wir noch mal ehrlich, so sehr clean wird die nun auch nicht mehr. Und zack. Bums. Das war's. Hinüber. Der Arme. So, du bist mein Opfer. Opfer, Alter. Na komm, geh schon. Geh schon, geh schon, geh schon. Schwitzkasten-Action ist gleich dran. Hoffentlich. Und er sieht mich nicht wieder. Stehen wir schon auf und schleichen um die Ecke. So. Speak. Dogs will pick up your trail by smell. Wo ist die Bombe? Speak. Spitze. You lousy. Answer me. Dogs will Na toll. answer me. Das ist mir jetzt auch nicht so viel. You lousy. So, er choked ihn quasi automatisch anscheinend. Können ihn aber auch selbst choken. So. Jetzt der Trick. Zack, zack. Okay, just a second. Der müsste den sehen und ich werde mich anschleichen und ja. So ist der Trick. What's wrong? Sehr schön. Speak. I'm not talking. Speak. Let go of me. Answer me. I'm not Okay, talking. das sagt nichts. Speak.
Wenigstens kann man die hier damit nicht töten. Mit dem Choken. Das ist schon sehr, sehr schön. So. Den Weg habe ich seit Äonen von Jahren nicht mehr genommen. Mal gucken, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall eine Stelle, wo ich drunter durchkriechen sollte. Aber auch ein gutes Gebüsch. So, da hinten ist einer. Dann werden wir den, glaube ich, mal ausschalten. So, leider sehe ich von hier aus nicht viel, aber von hier. Sehr gut. Nicht gut. Da! So, sicher. Und wieder einmal müssen wir hier schön warten. Okay. Vielleicht kann ich auch ein wenig. Okay, jetzt. Zu, das ist schlecht. Okay, jetzt das Waffenlager. Was haben wir denn hier? Das Maschinengewehr. Neues TNT. Und neue Feinde, die sich hier auf mich stürzen werden. Mann, ich wollte eigentlich genau das machen, was ich mit den anderen gemacht habe. Achso, dazu darf ich auch nichts in der Hand halten, verstehe. Bisschen mehr Rauch wäre vielleicht nicht schlecht. Sehr gut. So. Tja, das wird schon wieder nichts. Hallo. Wir sind gar nicht der, der wir glauben, den ihr glaubt zu sein. Wir ziehen uns schnell mal um. Und dann gereicht das vielleicht, um die zu täuschen. So. Mal gucken, was wir abgekriegt haben. Eine Schnittwunde. Das geht ja mal noch. Desinfizieren. Zunähen. Abtupfen. Verbinden. Und es gibt ein Video. Sehr schön. Ab und zu kommt das vor. Desinfizieren. Nähen. Und bandagieren. Und gegen Ende werden die Videos langsamer und das Videomaterial unscharf. Sehr, sehr seltsam. So, ich denke, im Alarmmodus werden wir sehr wohl erkannt von den Leuten. Oder auch nicht. Also unsere Aufgabe war es, dieses Labor zu infiltrieren. Und ja, das können wir halt mit dieser Tarnung. Snake kann sich auch ganz, ganz normal verhalten, wie ein normaler Wissenschaftler, indem er das macht. Ah, meine Brille ist drunter gerutscht. Ich werde sie wieder hochpacken. Und ja, die Leute sehen es wirklich nicht. So, Metal Gear Solid 3, super. Power Unlimited. Was steht da drauf? Fancy Graphics. Adamembrande Graphics. Aha. Naja. Gut, auf jeden Fall, wenn wir uns normal verhalten, nicht rennen, keine Supersprünge machen, dann erkennen die uns in dieser Tarnung nicht.
Ist ja auch gar nicht so, dass die uns haben reinrennen sehen. Aber naja. Ein bisschen Schwund ist immer. Ein bisschen Logikschwund. Und ja, fangen wir an, das Labor zu erforschen.